Wir kennen uns ewig, wir waren etwa acht, haben zusammen gespielt, Hausaufgaben gemacht. Dann kamen Probleme mit Schule und so. Mein Ansprechpartner warst immer du. Wir hielten zusammen, gingen durch dick und dünn. Wir zwei gegen alle, so gut es halt ging. Doch mit 14 der Schock, ihr zog dann weg. Luftlinie, Kilometer 1038. Die Jahre vergingen, wir hielten Telekontakt. Dann war die Schule vorbei, ich ging in deine Stadt, um zu studieren, vor allem um dich wiederzusehen und am ersten Tag mit dir auszugehen. Wir blieben zusammen, haben fertig studiert und nach 5 weiteren Jahren, da waren wir zu viert. Das Leben begann, sich um die Kinder zu drehen und trotz aller Probleme, die Zeit war so schön. Jetzt sitzen wir hier, sind wieder zu zweit. Den Kindern geht's gut, sie schreiben an ihrer Masterarbeit. Doch bei allem Glück, im Leben gibt's auch Leid. Die Krankheit ist tückisch, sie spielt mit der Zeit. Du vergisst Dinge, vergisst wer du bist, vergisst unser Leben, vergisst auch mich. Doch ich gebe uns nicht auf, erzähl dir jeden Tag von unserem Wiedersehen und unserer ersten Nacht. Wir werfen uns raus, wir wollen